Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Bevor ich beschreibe die tägliche kosmische Energie und wie das auf unserem Tag wirkt, möchte ich erwähnen, dass ich in die Zukunft Vollmond- und Neumond-Ritualen anbiete und das regelmäßig mit schamanischen Trommeln und Energieübertragung, natürlich von einem Schamanen. Und Sie können vorher schon anmelden für diese Energieübertragung per E-Mail. Die E-Mail-Adresse ist mondritual@denderasusannamedici.com. Bitte beschreiben Sie auch Ihre Lebenssituation und wo sind die Hindernisse, die Blockade. Diese Energieübertragung ist eine Art Befreiung von etwas oder Loslassen von etwas oder Wunscherfüllung. Je nach Themen wird diese Trommel, diese schamanische Trommel auch für Sie übertragen. Und Sie können vorher schon anmelden per E-Mail und die Honorar beträgt pro Ritual, pro Energieübertragung 10 Euro. Das wollte ich nun erwähnen. Und für den heutigen Tag, wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag? Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion, hat schon die zunehmende Mondphase begonnen. Mond erreicht das Stammbild Schlangenträger. Mit dem Einfluss von Schlangenträger stehen wir vor wichtigen Entscheidungen. Wenn ich die anderen Planeten und die Verbindungen zum Mond betrachte, kann ich klar und deutlich astrologisch erkennen, es sind Unklarheiten, Unsicherheiten und Zweifel. Also diese Gefühl zweifeln an etwas. Diese Hin- und Hergerissenheit ist heute sehr ausgeprägt, spürbar. Vielleicht, weil es ist gar nicht einfach, heute die richtige Entscheidung zu treffen. Und das drückt auch aus die Sternbild Schlangenträger. Musste auch eine ganz wichtige Entscheidung treffen. Und das ist der Einfluss auf Mond. Unserem Planet Erde befindet sich noch in Tierkreiszeichen Widder, aber übergeht in Tierkreiszeichen Stier. Im Augenblick wirkt auf unserem Planet Erde Mirach. Dieser Stern Mirach befindet sich im Sternbild Andromeda. Andromeda ist die gefesselte Königstochter und hat Glück gehabt, dass Perseus befreit hat von diesem Fessel. Und dieser Glück vermittelt uns dieser Stern Mirach, das ist nämlich ein Glücksstern, vermittelt auch Schönheit, Kreativität, Ästhetik und Harmonie, also vieles, was ähnlich ist zum Tierkreiszeichen Waage. Und das ist der Einfluss von diesem besonderen Stern auf unserem Planet Erde. Und wie trifft sonst die einzelnen Tierkreiszeichen das gesamte Energie? Das beschreibe ich jetzt einzeln und ich beginne mit Tierkreiszeichen Skorpion. Die Skorpiongeborenen haben ein wichtiges Gespräch oder Termin oder Vertrag. Es sind Möglichkeiten und Chancen. Es ist auch das Glück da bei den Skorpiongeborenen. Das einzige Problem, was die Skorpiongeborenen haben, sie zweifeln an sich selbst oder haben Angst vor einer Veränderung. Also die Angst überwinden und die richtigen Entscheidungen treffen. Eine gute Nachricht ist zum Erwarten. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen.
kommt eine baldige Bewegung. Es wird aktiv sein. Und dann haben auch Glück in die Liebe Partnerschaft. Bei Schützen Damen kann auch bedeuten, dass eine männliche Person wieder sich meldet oder kommt eine neue Begegnung. Wichtiges Thema wird auch sein Liebe Partnerschaft. Und da spüren Sie die Schützengeborenen die Leichtigkeit. Vielleicht nicht heute, aber in den kommenden Tagen ist diese Energie schon ganz intensiv. Wo die Schützengeborenen Angst haben, das sind die Finanzen. Und sie sollen diese Angst überwinden, aber gleichzeitig an ihren eigenen Selbstwertgefühl arbeiten, weil energetisch hängt es Hand in Hand zusammen, das betone ich immer wieder, das eigene Selbstwertgefühl mit Finanzen. Unerwartete Ereignisse sind zum Erwarten, aber keine Angst davon, weil das ist angenehm, das ist schön. Es kommt bald auch die Kraft bei den Schützengeborenen, kommt auch etwas in Form. Die Tierkreise zeichnen Steinbockgeborenen. Wenn Sie etwas bewegen möchten oder beginnen, bitte noch heute, weil in der kommenden Zeit wird das etwas gebremst, diese Bewegung. In der Liebe Partnerschaft sind auch noch Einschränkungen da. Was gut ist bei den Steinbockgeborenen, das sind die Gespräche oder Terminen oder etwas zu klären, und eine kleine Reise gibt die Ausgleich und bringt Glück bei den Steinbockgeborenen. Die Tierkreiszeichen Wassermann geboren brauchen Sicherheit, Stabilität, ein Zuhause oder genießen sie diesen Rückzug, die Zuhause, aber sie sollen auch rausgehen. Vielleicht nicht heute, sondern diese Bewegung, was auch Leichtigkeit verspricht und auch neue Kontakte und es ist schön und angenehm, wirkt bei die Wassermann geboren, noch nicht heute, aber es nähert sich. Heute ist vielleicht eher wirklich die Zuhause genießen, zurückhaltend sein, aber darauf achten, dass in die nächste Zeit etwas unternehmen, etwas in Bewegung setzen, dann spüren sie auch die Kraft, die Möglichkeiten und auch das Glück und auch die Leichtigkeit. Die Tierkreise zeichnen Fischengeborenen, fühlen sie sich unsicher und sie sollen diese Unsicherheit überwinden, besonders was die Gefühle betrifft oder Liebe, Partnerschaft. Die Fischengeborenen vielleicht sind unsicher, weil die ahnen etwas, dass in die kommenden Tagen kommt etwas Unangenehmes oder fühlen sie sich nicht wohl. Das betrifft die Gefühle oder die Liebe betrifft das. Aber sie sollen die Ruhe bewahren, auch das inneren Gleichgewicht, weil das sind nur Tagesereignisse und kommt aber in ein paar Tagen auch die Stabilität oder die Sicherheitsgefühl auch in die Liebe Partnerschaft und auch das Glück. Aber sie sollen darauf achten, das sind Einschränkungen in die nächste Zeit. Es ist vielleicht nicht heute, aber sie ahnen schon etwas, aber nicht unsicher sein oder verunsichern lassen, sondern einfach ruhig abwarten. Die Tierkreise zeichnen Wiedergeborenen, sollen sie die inneren Zweifel, diese Unsicherheit überwinden. Sie werden wichtige Entscheidungen treffen und es kommen Veränderungen. Und dieser Mirach, wo unsere Planet Erde bestrahlt gerade, wirkt auch intensiv bei den Wiedergeborenen. Und das ist die Kreativität, die Befreiung, die tolle Ideen und auch das Glück und daran bitte nicht zweifeln. Die Tierkreise zeichnen Stiergeborenen, bekommen mehr Klarheit, mehr Orientierung, wenn sie die Kontakt suchen oder die Gespräche, wenn sie auf anderen zugehen oder zuhören. Wichtiges Thema ist Liebe, Partnerschaft, auch nicht unsicher sein, das kommt in Form. Die Tierkreise zeichnen Zwillingsgeborenen, kommt eine baldige Klarheit.
auch wichtige Gespräche und kommt so ähnlich wie bei Wassermann geboren etwas in Bewegung. Nicht heute, aber Sie können damit schon rechnen, kommt Leichtigkeit, Bewegung. Es kann auch Sport sein, kann auch eine Reise sein, kann auch die Auto bedeuten oder dass Ihren Vorhaben ein Sprung kommt, eine Bewegung kommt. Es geht alles voran. Die Zwillingsgeborenen befinden sich gerade in einer Veränderungsphase. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist alles im Fluss und es ist ganz schön heute auch die Gespräche. Wenn Sie etwas bewegen möchten, dann bitte noch heute, weil in den kommenden Tagen werden Einschränkungen da sein. Das kann auch ein Beginn sein in sportlichen Aktivitäten oder ein Autokauf oder Verkauf oder eine Tätigkeit, wo Sie erwünschen, dass das vorangeht. Die heutige Energie ist noch sehr schön und gut für die Krebsgeborenen. In die nächste Zeit werden aber Einschränkungen da sein, Unbeweglichkeit. In die Liebepartnerschaft erleben jetzt schon diese Unbeweglichkeit, bisschen Geduld, das verbessert sich dann mit der Zeit. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen stehen im Höhepunkt ihres Lebens. Sie sollen ihr Glück, ihre Chancen wahrnehmen. Das ist ein Aufstieg, besonders im Beruf, Berufung, Anerkennung und Erfolg. Auch die Möglichkeiten, etwas Neues zu beginnen. Aber liebe Partnerschaft, geht auch alles spielerisch voran. Und die nächsten Tage wird sogar noch angenehmer sein, weil dann kommt ein schöner Mondeinfluss von Tierkreiszeichen Schütze, wirkt auf dem Tierkreiszeichen Löwe. Das wird noch besser sein. Die Tierkreiszeichen Jungfrau geboren ist etwas ruhig in die Tagen. Und kommt aber ein Aufstieg. Es werden Einschränkungen da sein, morgen, übermorgen. Das ist heute schon spürbar. Aber die Ruhe bewahren und die Geduld auch, das verbessert sich dann mit der Zeit, also in die kommenden Tagen. Schon kommt auch alles in Form und wird das alles stabil sein. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist die wichtige Thema Liebe, Partnerschaft. Mars nähert sich schon, bewegt sich in die nächste Zeit dann beide Liebesplaneten, Mars und Venus in Tierkreiszeichen Waage. Venus fühlt sich auch hier sehr wohl, weil das ist die Herrscherplanet über die Waage, was nicht nur die Liebe betrifft, sondern Kreativität und Kunst und Schönheitssinn und Selbstständigkeit. Und Mars bringt auch dann etwas in Bewegung. Also es passiert einiges bei den Wagengeborenen. Und auch wenn die Gefühle ein bisschen durcheinander sind heute oder sind sie unsicher in den kommenden Tagen, kommt auch die Begeisterung. Und diese Tagesenergie ist natürlich allgemein, besteht aber in die Möglichkeit des maßgeschnittenen Berechnen für einen bestimmten Termin, für einen bestimmten Tag. Das können Sie gerne auch bestellen. Unten bei der Beschreibung befindet sich meine E-Mail-Adresse und dann erwähne ich nochmal diese Rituale, da kann man auch anmelden. Dann wird die Energieübertragung sein über schamanischen Trommel. Und was ich wichtig finde, nochmal erwähnen, die Blitzberatungen, die Nachfrage ist groß. Oft sind Fragen im Leben, was die Alltag betrifft, und da braucht man keine große Analyse, sondern ich kann diese Fragen entweder astrologisch oder über die Karten oder über meine mediale Fähigkeit beantworten, Fragen wie zum Beispiel, kommt er zurück, liebt er mich noch, sehe ich sie in die kommenden Tagen, bestehe ich diese Prüfung, kann ich die Arbeit behalten, bekomme ich einen Arbeitsvertrag, was denkt meine Chefin über mich, ist er treu, soll ich diese Reise buchen, werde ich umziehen und, sind viele, viele Fragen und die sind auch sehr wichtige Fragen. Und da ein guter Rat ist natürlich Gold wert. Und dann können Sie gerne das schriftlich beschreiben, Ihre Lebenssituation. Ich nehme auch die Zeit dafür. Sie können es auch ausführlich beschreiben. Und ich werde diese E-Mails natürlich blitzschnell beantworten. Und meine E-Mail-Adresse ist
was die Blitzberatung betrifft, blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Sie stellen Ihren Fragen und ich beantworte das natürlich persönlich blitzschnell. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Ich kann auch die Zeitqualität beschreiben und nicht vergessen, im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.